ist eine Unfallrente in der gesetzlichen Krankenkasse beitragspflichtig? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Generell kann man sagen, dass eine gesetzliche Unfallrente oder wie wir sie heute sagen, Verletztenrente grundsätzlich immer dann nicht beitragspflichtig ist, wenn der Rentenbezieher in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtig versichert ist, also zum Beispiel als Arbeitnehmer oder in der Krankenversicherung der Rentner. Gleiches trifft auch zu für den Bezug einer privaten Unfallrente, wenn der Rentenempfänger in der gesetzlichen Krankenversicherung schon pflichtig versichert ist. Der Unterschied liegt aber darin, dass eine Unfallrente immer dann beitragspflichtig wird, wenn der Rentenempfänger in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig gesetzlich versichert ist. In dem Moment sagt die Rechtslage, dann muss die Unfallrente voll beitragspflichtig oder dann muss auf die Unfallrente Beiträge zur Krankenversicherung abgeführt werden. Bestätigt wurde die Rechtslage unter anderem durch ein Urteil des Bundessozialgerichts vom 6. September 2011. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ein Rentner eine Unfallrente von 500 Euro erhält und der ist freiwillig gesetzlich versichert, dann muss er auf diese Rente nach heutigem Stand 2019 14,6% Beiträge zur Krankenkasse abführen, wenn er freiwillig gesetzlich versichert ist. Deshalb kann man sagen, dass eine Unfallrente für den Fall, dass der Versicherte freiwillig gesetzlich versichert ist, tatsächlich beitragspflichtig wird. Näheres zum Thema Unfallrente und die allgemeine Beitragspflicht von Rentnern oder Rentenbeziehern zur gesetzlichen Rentenversicherung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.